Moin moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu Wasteland 2, dem Director's Cut. So, wir sind hier im, ich weiß nicht, Happy Valley oder so ähnlich? Also in dem Areal irgendwie vor dem Gefängnis oder so, weil im Gefängnis sind wir ja scheinbar noch nicht. Und wir haben diesen Karren aus dem Dreck gezogen oder geschoben. Und hier schreit diese Ziege. Tierflüsterer. Können wir damit irgendwas machen? Tierflüsterer. Aber ich könnte... Moment. Genau. Na, können wir irgendwas machen? 28% ist nicht allzu viel, ne? Aber ich sag mal, einmal können wir es versuchen. Ne? Einmal ist keiner. Wobei, es könnte natürlich auch ein kritischer Fehlschlag werden. Ich hoffe mal nicht. Alles wird gut, alles wird gut, alles wird gut. Erfolg! Er mag euch. Er mag niemanden. Ah, okay. Dann kann sie jetzt auch wieder die Brille, ne? Brille aufsetzen. Dann können wir mal weiter gucken, ne? So, vielleicht schreit sie jetzt auch nicht mehr so ganz viel. Okay, hier haben wir zum was zum Ausbuddeln. Dann buddeln wir mal. Und Bonus, Schrotpatronen, die braucht sie. Und den Rest können wir dahin tun. Ah, überlastet. Warum? Ah, zu viele Teile, ne? 11. Soll er doch mal tragen. Ich glaube, er hat noch genug Platz. Die schreit jetzt nicht mehr so, ne? Ich glaube, wir haben sie ein bisschen beruhigt. So, wer liegt denn hier rum? Anscheinend hat dieser Kerl die falsche Person oder die falschen Personen verärgert. Ist er jetzt tot? Scheinbar. Happy Valley Broschüre. Tagebuch eines Farmers. Teil 1. Dieses zerkrümpfelte Flugbad. Wie wäre es, wenn man schreibt zerknitterte oder so? Na gut. Flugblatt zeigt eine Zeichnung von leuchtenden, fröhlichen Menschen, die vor einem Häuschen mit einem weißen Lattenzaun stehen. Darauf steht, wenn du bereit bist, mit dem Wandern aufzuhören, komm nach Happy Valley. Du wirst für immer bleiben. Na gut. Okay, die Ziege ist wieder... Das scheint das Tagebuch eines hier ansässigen Farmers zu sein. Es überspannt viele Jahre. Eines davon ist in... unleserlichem Gekrakel geschrieben. Und einige Seiten fehlen oder sind so verschmutzt, dass sie unleserlich sind. Aber beim Durchblättern findet ihr gut lesbare Abschnitte. Hab heute einen guten Preis für unseren Mais bekommen. Die Ranger haben kräftig rekrutiert. Kein Wunder also, dass sie mehr Nahrungsvorräte als sonst brauchen. Musste zwar ein wenig mit dem alten, pedantischen Quartiermeister feilschen, habe aber eine gute Ladung Scrap und sogar ein paar neue Werkzeuge bekommen. Hab mir die neuen Rekruten angesehen. Nicht viel zu sehen. Hoffe, sie können sie vorbringen. Ich weiß, dass einige hier langweilige Aufgaben bevorstehen, unsere Farm zu bewachen. Besser, wenn sie es gut machen. Tabby und ich haben die 5 Jahre in unserem neuen Heim gefeiert. Immer noch die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Der Boden ist härter und die Biester gefährlicher. Aber ich habe nie wirklich zu schätzen gewusst, was Frieden für einen Unterschied macht. Ich kann aufwachen, ohne mir Sorgen zu machen, dass Plünderer vor der Haustür auftauchen. Selbst nach 5 Jahren ist das ein komisches Gefühl. Dieser junge Schütze, den sie uns zugewiesen haben, besteht darauf, dass wir ihn mit so einem schwachsinnigen Spitznamen ansprechen. Mich nervt's gewaltig, aber die Frau hat Gefallen an ihm gefunden. Behandelt ihn wie einen ihrer Jungs. Und bei allem, was recht ist, er geht sogar hier auf der Farm zur Hand, wenn er Zeit hat. Na, das hört sich doch ganz toll an. Aber jetzt möchte ich hier weg von dieser blöden Ziege, die wird mir zu laut. So, was können wir hier noch erkunden? Ah, da war ich. If you can hear me,
Komm bitte zurück. Lass mich nicht alleine sterben. Oh je. Das hört sich aber nicht gut an. Das hört sich irgendwie gar nicht gut an. Schnee, ich hab Hunger. Elroy, oh Elroy. Oh je. Celia. Kaminada. Erzähl mal. Celia. Ich möchte das anklicken. Geht irgendwie nicht. Na? Ist hier irgendwas gerade abgestürzt? Hallo. Drakon, hallo. Brunnen? Irgendwie passiert gerade nicht viel. Hallo. Irgendwie, also, dieser Funkspruch, irgendwie. Ja, der ist ja immer noch hier. Ich weiß nicht, ob... Spiel speichern kann ich nicht. Irgendwie hängt das Spiel scheinbar in irgendeiner komischen Schleife fest. Ich glaube, ich werde mal noch einmal von dem... Ah, ich kann leider nicht abspeichern, ne? Na gut, ich werde das Spiel neu laden und dann geht's gleich hoffentlich hier weiter, ne? Bis gleich. Ja, da bin ich wieder. Ich will jetzt mal ein bisschen abwarten, bis dieser Funkspruch vorbei ist oder sowas und dann nochmal hier Celia ansprechen. Mal gucken, was passiert. So. Ich habe auch abgespeichert. So, okay, Celia, dann sag mal, was du zu sagen hast. So, eine alte Frau sieht euch mit müden und frustriertem Blick in ihren Augen an. Der alte Marco ist zu faul, den verdammten Brunnen zu reparieren. Also haben wir keine Wasserpumpe. Die roten Skorpione helfen uns auch nicht. Marco meinte, das ist kein Problem und kippt sich seitdem in seiner Männerhöhle den Natternsprit hinter die Binde. Mhm. Männerhöhle. Okay. Kann hier... irgendwas hat er gesagt. Kann hier nicht mal... Kümmern sich die roten Skorpione nicht um solche Dinge? Erst haben sie unsere Ernte gestohlen. Geholt. Dann unsere Arbeitsgeräte. Wahrscheinlich holen sie sich demnächst die ganze Farm. Der Preis von Recht und Gesetz, so nennen sie das. Mord in Raden. So nenne ich das. Die haben den alten George beim umgestürzten Turm aufgeknüpft. Als Änderung haben sie gesagt, als Änderung an das, was passiert, wenn wir uns nicht an Gesetze halten. Welches Gesetz hat George gebrochen? Nur das eine, wo es so schön heißt. Neugier ist der Katze tot. Er hat sie gefragt, warum wir ihren Gesetzen Folge leisten sollen. Das war ihre Antwort. Seitdem befolgen wir ihre Gesetze so gut wir können. Wünschte, wir hätten den Elan und die Unternehmungslust nach Damonta zu ziehen. Aber nein, das wird nicht passieren. Dein Brunnen ist kaputt? Ich brauche jemanden, der sich um den Brunnen kümmert. Wir haben fast kein Wasser mehr und ich habe keine Lust, Marco und seinem Natternsprit Gesellschaft zu leisten. Okay, Brunnen heil machen. Da ist der Brunnen. Das können wir sicherlich hinkriegen, oder? Dort kriegen wir hin, gute Frau.
Der Brunnen scheint kaputt zu sein. Zeit, unsere Ärmel hochzukrempeln, um ihn zu reparieren. Ja, unser Brunnenreparateur ist hier Kara bestimmt, ne? Mittel. Halt. Nee, alles gut. Instandsetzung, genau. Und hier kann ja auch kein kritischer Fehler passieren, also alles gut. Wow. Eure Feldflaschen wurden aufgefüllt. Sehr gut. Die Untersuchung. Fließt nun gleichmäßig. Lalalala. So, gute Frau. Belohnung. Gott segne euch. Nachdem ihr unseren Brunnen repariert habt, könnt ihr vielleicht auch das Problem mit den roten Skorpionen beheben. Wenn ja, habe ich hier das richtige Werkzeug für euch. Marco ist sowieso viel zu voll, um mit dem Ding zu schießen. Logbuch. Verdammt, Weib, ich wollte... irgendwas wollte er. Auf Wiedersehen. Verdammt, Weib, ich wollte diese Waffe für Nanasprit verkaufen. Ich habe irgendwas ganz Tolles erhalten. Hier, Sturmgewehr. Ein Famas. So, ein Famas. Ja, eigentlich... 111... Eigentlich brauche ich es nicht. Ne? Deshalb werde ich es wohl wieder in Einzelteile zerlegen. So, gibt es hier noch irgendwas für uns zu gucken? Red Scorpions haben uns gestern Morgen erwischt. Ich wusste, dass es keinen Sinn haben würde, zu diskutieren, aber sie... war schon immer ein Dickkopf. Okay, sie. Damit ist wohl sie gemeint. Huh. Temessa. Sie haben gesagt, wir würden eine Unbestellungsfeldsteuer bezahlen. Wir müssten eine Unbestellungsfeldsteuer zahlen. Sie fragte, wie wir das Feld bestellen sollen. Sie hätten unseren Flug genommen, weil wir die Grundstücksversicherung nicht bezahlt haben. Erst dachte sie, sie würden Witze machen. Eine verrückte Frau, die eine bewaffnete Bande anschreit. Ich blieb drin und betete nur. Dann begannen sie diese Steuern so zu nennen, was sie wirklich sind. Schutzgeld, Erpressung, reinster Wucher. Sie waren beschämt. Also haben sie niedergeschossen, während ich nur da stand und zusah. Oh nein. Er musste zusehen, wie quasi seine Frau niedergeschossen wurde. Okay. Was meinst du mit Grundstückversicherung? Nur eine andere Bezeichnung für Schutzgeld. Sie versuchen, uns niederzumachen. Und mit mir und Nessie haben sie es geschafft. Okay. Warum bearbeitest du den Boden hier? Statt zwei Gräber auszuheben, wollte ich lieber ein großes schaufeln. Und mich zu ihr hineinlegen. Hm. Okay. Was ist denn eine Feldunbeackert-Steuer? Die sagen, es ist eine Gebühr für Farmer, die nicht produktiv sind. Aber im Grunde ist es nur eine andere Möglichkeit, für sie arme Farmen zu stehlen und sie ihren Freunden zu überlassen, wie Jim Auwärter, dem Sklaventreiber. Wer ist Jim Auwärter? Ein Freund der Scorpions, den sie mit einer falschen Farm ausgestattet haben. Sie wollten, dass potenzielle Bauern sie sehen und denken, dass sie auch eine haben werden, wenn sie hierher ziehen. Was ein Witz. Es endet dann damit, dass sie auf Big Jims Farm arbeiten müssen, wie all die anderen Sklaven. Nichts anderes als eine miese Falle. Wer ist denn sie? Meine Ehefrau Nessie, die Frau, die ich nicht verdient habe. Ach, der Arme. Is there no end to the happiness in Happy Valley? Oh, ein bisschen Sarkasmus, ne? Ja, es ist... Es gibt kein Ende. Es gibt kein Ende. Happy Valley. Die Fröhlichkeit hat kein Ende. Untersuchung. Vielleicht Schätze drin. Ja, gut, ein bisschen... Bisschen Schrott und ein bisschen Munition.
Okay. Hier ist das Ende im Gelände. Was ist das hier? Die Brücke wird durch diesen großen Aufzug abgesenkt und angehoben. Okay. Das wird mit diesem Ding nicht funktionieren. Es ist viel zu kaputt. Kaputt? Können wir doch heil machen. Klingeling. So. Und nun können wir hier weiter. So, mal gucken. Ja, die Frage ist, gehen wir hier weiter oder erst noch hier hin? Was ist denn das? Williams Farm. Aber wir können da mal hin. Okay, also hier geht's über die Brücke noch weiter. Können wir ja später nochmal zurück. Ihr hört das ferne Geräusch eines einzelnen Schusses aus der Richtung einer der Farmen, die ihr besucht habt. Okay, ein ferner Schuss. Ein Schild weist darauf hin, dass links weiterzugehen, nicht links weiterzugehen. Es sieht so aus, als ob es jemand in einem Akt der Verzweiflung hier platziert hat. Das Feng Shui ist total gestört. Sally Brown. Papa, da kommt jemand! Aha. William Brown. Obwohl dieser Ort nach Schweinescheiße riecht, denkst du an Speck und lächelst. Der Bauer, gebräunt mit Sonnenbrand und rotblondem Haar, sieht etwas traurig aus, als ob seine Freunde vermisst sind. Er riecht jedenfalls... Halt! Bleibt schön da stehen! Wenn ihr es auf meine Schweine abgesehen habt, kommt ihr zu spät. Die wurden gestohlen. Oh, warte mal. Seid ihr Ranger? Hey William, wir sind Ranger. Ich erinnere mich an euch Affen. Ihr seid hier vor 15 Jahren verschwunden. Vielleicht war das gut für euch, aber schlecht für uns. Besonders seitdem die Red Scorpions die Macht übernommen haben. William, was ist denn los mit den Red Scorpions? Die machen neue Regeln schneller, als ihr spucken könnt. Schweinelizenzen, Farmsteuern und Handelszölle. Ich möchte es lieber als Plünderer... ich möchte es lieber als Plünderer einen nur ausnehmen. Ach so, ich mochte es lieber als Plünderer einen nur ausnahmen. Zuletzt ist's um sie geschehen. Wer hat deine Schweine gestohlen? Diese Red Scorpions haben mir gesagt, dass ich keine Schweinelizenz habe und haben all meine Schweine konfisziert. Sie haben alle Farmer Auwärter gegeben. Ich schätze, er hat eine Lizenz. Ich könnte Hilfe gebrauchen, sie wieder zurückzubekommen. Wer ist denn Bauer Auwärter? Das ist einer der neuen Siedler, die Scorpions hierher brachten. Ich weiß nicht, warum seine Farm so gut läuft, wenn der Rest von uns am Krepieren ist. Das könnte aber auch damit zu tun haben, dass er ein naher Bekannter von Commander Danforth ist, wie ich hörte. Was ist denn so besonders an Auwärters Farm? Nun, zum einen ist es da grün und voller gesunder Tiere, nicht wie die ganzen anderen Farmen hier draußen. Und zum anderen ist es weniger eine Farm, als vielmehr eine gottverdammte Plantage. Sie gehört nicht den Leuten, die da arbeiten. Das sind bloß Knechte. Und der alte Farmer Auwärter sitzt nur in seiner Veranda, wippt im Schaukelstuhl und schlürft Limonade. Na gut. Okay, William, kannst du unsere Hilfe gebrauchen? Nur, wenn ihr arroganten Ranger euren Weg für die Rettung meiner Schweine aus den Händen der Red Scorpions geebnet seht. Nochmal. Nur, wenn ihr arroganten Ranger einen Weg für die Rettung meiner Schweine aus den Händen der Red Scorpions geebnet seht, könnte ich euch ein bisschen weniger hassen. Ihr erkennt sie an meinem Brandzeichen auf dem Rücken. WB.
und keine Sorge, sie nach Hause treiben zu müssen. Sie kennen den Weg. Wo immer diese Schweinepriester sie gefangen halten, lasst sie raus und sie finden ihren Weg alleine. Gut zu wissen. Was weißt du über Demonta? Von dort sind hier einige Händler vor kurzem vorbeigekommen. Hab denen ein paar meiner Schweine verkauft. Ihr braucht Strahlenschutzanzüge, um dahin zu kommen. Der kürzeste Weg, so haben sie es mir erzählt. Okay, ich habe ja Strahlenschutzanzüge, aber er meint wahrscheinlich stärkere. Was weißt du über diese Strahlenschutzanzüge? Red hat mir einmal einen Strahlenschutzanzug im Austausch für guten Speck angeboten. Warum fragt ihr ihn nicht? Und wer ist dieser Red? Er ist der Trödelmann. Plunder für Scrap. Er verkauft und kauft es auch an. Lebt auf dem Ziegenhügel. Sie sind die einzigen, die ihn leiden können. Die Ziegen sind die einzigen, die ihn killen? Und seid vorsichtig, wenn ihr da hochgeht. Die haben ein paar Geschütztürme. Die machen Hackfleisch aus euch. Ihr braucht Reds Kundenpasswort, um vorbeizukommen. Kundenpasswort. Ziegenhügel. Er ändert es oft, aber ich glaube, es war Code, als ich das letzte Mal besuchte. Okay, als Passwort Code. Na gut. Auf Wiedersehen. Schön, schön. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Ja, Pipette, du hast nicht zugehört, ne? Seine Schweine wurden ihm, naja, weggenommen. Was haben wir hier? Ein großer Haufen Scheiße. Schweinescheiße. Die nehme ich mit. Die ist nämlich, naja, ich würde nicht sagen Gold wert, aber die ist was wert. Schweinescheiße. Habe ich hier noch irgendwas? Ah. Schau an, schau an. Schlösserkeil. Puh, naja, okay. Du nimmst die Munition und du nimmst die Munition. Tagebuch eines Farmers Teil 2. Na gut, haben wir wieder was zu lesen? Zack. 3 Schneekugeln. Tagebuch eines Farmers Teil 2. Das scheint das Tagebuch eines hier ansässigen Farmers zu sein. Es überspannt viele Jahre. Moment mal, das... Das haben wir doch schon gelesen, oder? Ich habe heute einen guten Preis bekommen, Tobi. Achso. Abgesehen von dem lächerlichen Spitznamen ist dieser Junge ein Meisterschütze. Irgendein seltsamer Kojote hätte fast Bills Bein mit einem Biss abgebissen. Aber der Junge hat ihm direkt zwischen die Augen geschossen. Gerade übers ganze Feld. Sowas wie diesen Kojoten nie gesehen. Er war größer als alle, die ich je gesehen habe. Und außerdem hat sich das Fell hart angefühlt. Fast wie Stahl. Rangerzentrale hat einen Arzt rausgeschickt, um Bills Bein zu versorgen. Chancen stehen gut, dass er es behalten kann. Gott sei Dank. Der Junge ist zur Zentrale zurückgerufen worden. Irgendwas wegen Streifengängen, um die Ödnis aufzuräumen. Gerüchte tröpfeln rein, dass es im Westen und Norden ziemlich übel aussieht. Ich und die Frau beten täglich, dass dieser Krieg oder was auch immer bald vorbei ist. Dinge waren jetzt seit ein paar Monaten ruhig. Ein Segen, schätze ich. Obwohl es sich nicht wie einer anfühlt. Ich bin bei den Gräbern der Jungs gestanden. Ein Jahr her, seit ich den letzten begraben habe. Neben den beiden Rangern, die für uns gekämpft haben. Kein Tag geht vorbei, an dem ich sie nicht besuche oder sie vermisse. Komisch ist, dass der Schaden, den diese Verbrennungsmaschinen im letzten Jahr angerichtet haben, uns sogar hilft. Sie haben unsere Ernte verbrannt und uns fast getötet, aber dieses Jahr scheint der Boden erholt. Ist nicht viel, aber die Frau sagt, wir sollen jeden Segen achten, also schätze ich, dass es so passt. Na gut, also ein paar Rückschläge gibt es auch im Leben des Farmers. Na gut, ich schaue auf die Uhr. Es ist mal wieder soweit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht's weiter hier. Es gibt noch viel zu entdecken. Also, na gut. Ja, nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.